Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Videotutorial dreht sich alles um das Thema Blitzbelichtungsmesser. Warum ein Blitzbelichtungsmesser? Ich kann eigentlich sagen, dass ich in nahezu 95% aller meiner Arbeit, ob das im Studio und Location oder Outdoor ist, den Blitzbelichtungsmesser, solange ich mit Blitzen arbeite, einsetze. Das hat für mich einfach den riesen Vorteil, dass ich, bevor ich überhaupt das erste Mal den Auslöser an der Kamera drücke, genau weiß, wie viel Power kommt aus den einzelnen Blitzen raus, in welchem Verhältnis stehen die einzelnen Blitze zueinander. Und wenn das alles richtig eingestellt ist, erst dann drücke ich das erste Mal den Auslöser, gucke mir das Ergebnis am Kameradisplay an und kann dann gegebenenfalls die Blitze nochmal nachkorrigieren. Das Ganze geht eigentlich relativ schnell, wenn man ein bisschen Übung bei der ganzen Sache hat, und wie man bei einem typischen Set vorgeht, das möchte ich euch heute zeigen. Ein Blitzbelichtungsmesser hat grundsätzlich zwei verschiedene Aufgaben. Zum einen dient er dazu, die richtige Beleuchtung zu finden, und zum anderen dient er zur Feststellung der richtigen Belichtungszeit, die ich dann ausmesse und später in die Kamera eingebe. Man fängt wie immer an mit dem Finden der richtigen Beleuchtungsstärke der einzelnen Blitze bzw. der Blitze untereinander, in welchem Verhältnis die dazu stehen. Beginnen tun wir mit unserem Hauptlicht, mit unserem Führungslicht, und müssen als allererstes mal feststellen, wie viel Licht kommt denn hier überhaupt raus. Ja, dazu machen wir eine sogenannte Referenzmessung, und anhand dieser Referenzmessung stellen wir dann die anderen Blitze ein. Wir haben hier das Führungslicht und wir wollen jetzt mal feststellen, wie viel Licht hier rauskommt. Dazu ist es wichtig, dass wir von Seiten unseres Modells die Messkalotte direkt in Richtung des Führungslichtes halten. Wir haben jetzt hier genau eine Blende 16. Die Blende 16 ist unser Referenzwert, den müssen wir im Hinterkopf haben. Denn alle weiteren Blitze, die ich am Set habe, wir haben jetzt hier nur einen Blitz, aber das gilt auch für den Fall, dass wir mit mehreren Blitzen arbeiten, müssen in Abhängigkeit des Referenzwertes hier der Blende 16 gemessen werden. Würden wir mit keinem weiteren Blitz arbeiten, sondern nur mit diesem einen, würde im Ergebnis würde es dazu führen, dass wir nur hier Licht haben auf unserer Modellseite, hier ist aber absolut schwarz erscheinen wird. Möchten wir jetzt ein bisschen Zeichnung in diese Schatten reinbringen, brauche ich ein Aufhelllicht. In unserem Fall hier eine kleine Softbox. Und im Vorfeld sollte ich mir natürlich schon mal dahingehend Gedanken machen, wie stark dieser Kontrast bzw. wie stark die Zeichnung, die hier in die Schatten noch reinkommen soll, im Verhältnis zu unserem Hauptlicht sein soll. Ja, wir haben also hier eine Blende 16 und können uns merken, dass, wenn wir hier nur einen relativ schwach ausgeprägten Schatten haben wollen, wir ungefähr eine Blende weniger haben müssen als die Blende 16, das wäre eine Blende 11. Wenn wir aber sagen wollen, diese Schattenpartien sollen stärker ausgeprägt sein, dann müsste man hier auf eine Blende 8 oder auf eine Blende 5, 6 gehen. Dazu habe ich jetzt wieder mein Blitzbelichtungsmesser. Wir wollen sagen, wir wollen einen relativ schwach ausgeprägten Schatten haben. Sprich ein Kontrastverhältnis von ungefähr einer Blende. Wir hatten hier Blende 16, müssten dann, wenn wir hier unser Aufhelllicht haben, hier eine Blende 11 messen. Ja, das können wir auch mal machen. Wir messen wieder direkt mit der Messkalotte in Richtung des Aufhelllichtes und gucken uns das Ergebnis an. Das ist im Fall eine Blende 11. Das habe ich vorher an dem Blitz allerdings auch schon eingestellt, damit es etwas schneller geht. Und wir wissen jetzt genau, das Kontrastverhältnis zwischen Führungslicht und Aufhelllicht ist eine Blende. Hier ist es eine Blende schwächer, das Licht, als hier das Hauptlicht. Und wir haben unser Ergebnis, ohne dass wir überhaupt schon mal auf den Auslöser gedrückt haben, schon relativ klar vor Augen. Das war der erste Schritt, was ich mit dem Blitzbelichtungsmesser machen kann. Ja, Finden der richtigen Beleuchtungsstärke der einzelnen Blitze und der einzelnen Blitze untereinander. Der zweite Schritt, wofür wir den Blitzbelichtungsmesser einsetzen, ist das Finden der richtigen Belichtung.
Ja, Finden des richtigen Belichtungswertes, den ich später, wenn ich ihn mit meinem Blitzbelichtungsmesser festgestellt habe, dann manuell in die Kamera übertragen kann. Wie gehe ich hier vor? Im Vergleich zum Finden der richtigen Beleuchtungsstärke des Blitzes, wo wir mit der Messkalotte immer direkt in den Blitz reingemessen haben, sowohl beim Hauptlicht als auch beim Aufhelllicht, muss ich jetzt zum Finden des richtigen Belichtungswertes die Messkalotte direkt in die Kamera halten, direkt in die Objektivachse. Das können wir mal machen. Sind jetzt beide Lichter angestellt und wir kommen hier auf einen Wert von 11,5. 11,5 bedeutet zum einen Blende 11 und 5 Zehntel Blendenschritte, weitere Blendenschritte zur nächsten Blende, das wäre Blende 16. Also wir bewegen uns hier in einem Bereich zwischen 11 und Blende 16, ungefähr genau die Hälfte. Diesen Wert kann man jetzt entsprechend manuell bei der Kamera einstellen. Was die Belichtungszeit angeht, müssen wir uns nur innerhalb der Blitzsynchronzeit bewegen. Da, um auf Nummer sicher zu gehen, beispielsweise eine 160stel. Damit ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und macht eine Auslösung bei der Kamera, guckt sich das Ergebnis an. Wenn man da immer noch unzufrieden ist, dass man beispielsweise sagt, okay, ich möchte die Schatten etwas mehr oder weniger ausgeprägt haben, kann man das Aufhelllicht nachkorrigieren oder aber entsprechend auch an dem Führungslicht noch ein bisschen was machen. Aber es ist halt kein Try and Error, sondern es ist eine Sache, die relativ zügig vonstatten geht. Und ich mache mir, bevor ich überhaupt einen Auslöser gedrückt habe, schon mal Gedanken, wie das Licht überhaupt wirken soll, mit welchem Kontrastverhältnis die einzelnen Blitze untereinander eingestellt werden müssen, damit ich das gewünschte Ergebnis haben möchte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.